Hallo und ein herzliches Willkommen. Hier ist wieder euer Silverback und ich gehe noch mal kurz darauf ein, was in den letzten Folgen so passiert ist. Durch eine merkwürdige Fügung des Schicksals ist Carlos Oliveira, der Mann, der Jill das Leben gerettet hat, bei Jills Erzfeind als Söldner der Umbrella Special Kräfte UBCS eingestellt. Jill tut ihr Bestes, ihr Abscheu zu verbergen und erklärt sich widerwillig bereit, mit der UBCS-Kolonne zu kooperieren, da diese ernsthaft die Rettung von Zivilisten anzustreben scheint. Nun wird Jill in die Innenstadt von Raccoon City geschickt, um eine Reihe von Aufgaben zu erledigen. Super, also. Und wir werden verfolgt. Zumindest war das letzte Mal so. Und wir versuchen jetzt natürlich vor Nemesis zu fliehen, was gar nicht so einfach scheint. Wir gucken noch mal kurz auf die Karte und dann wird hier nämlich angezeigt, was wir eigentlich alles noch erledigen müssen. Die Frage ist jetzt eher, wollen wir uns hier noch mal direkt umsehen? Weil hier zum Beispiel sind halt auch noch ein paar Dinge zu erledigen. Und eigentlich würde ich gerne noch mal Dinge kurz überprüfen. Gerade hier zum Beispiel, hier ist nämlich noch Schießpulver und so weiter und so fort. Hier befindet sich noch ein grünes Kraut und so. Also die Frage ist jetzt zum Beispiel, soll ich das einfach durchrushen oder sollte ich vielleicht wirklich versuchen, nach und nach halt die Sachen halt aufzudecken? Genau. Wenn ich jetzt hier in die Richtung gehe. Weil ich habe auch noch nicht alles gefunden, ne? Ich bleib mal erstmal. Jetzt erstmal hier lang. Oh Gott. Eigentlich gar nicht dort, wo ich hin wollte. Aber wir haben hier zum Beispiel noch grünes Kraut. Also gehen wir hier erstmal lang. Geht es hier denn weiter? Es geht hier tatsächlich auch weiter. Oh nein! Da haben wir schon unseren ersten Freund. No. Der soll mich mal ruhig in Ruhe lassen, hier der Typ. Hier irgendwo. Wo sollte noch grünes Kraut sein? Es sieht aber auch echt krass aus hier, ne? Die Grafik. Das sind so die Details, da habe ich früher gar nicht drauf geachtet, wenn ich da einfach nur reingerannt wäre. Aber hier muss. Ach, hier! Bin ich direkt. Wäre ich fast dran vorbeigelaufen, Leute. Das haben wir. Genau. Hier gibt es wohl nichts. Also gehen wir erstmal wieder zurück. Würde ich sagen. Oh Mann, der nervt mich. Oh. Das habe ich auch ehrlich gesagt nie verstanden. Andere sterben direkt nach einem oder verwandeln sich nach einem. Bist sozusagen und der kann knabbern, was die Zähne hergeben, ja. Ah, Pistolenmunition, das haben wir auch. Okay. Weil wir wollen ja auch noch ein bisschen was von Raccoon City sehen, ne? So ist es ja nicht. Also nicht, dass es heißt, wir würden hier jetzt so durchrushen. Kann aber eventuell sein, dass dafür denn die Folgen. Oh nein. Ich wollte gerade sagen. Du bist ja ein Arsch. Oh na. Die sollen mich mal ruhig in Ruhe lassen hier. Dann seht ihr das jetzt auch mal. Super. Das hat ja super funktioniert. Silver. Echt super. Ja. Nemesis, es ist möglich, seine Verfolgung zu stoppen, wenn sie ihm genug Schaden zufügen. Allerdings verschafft ihnen das lediglich eine kurze Verschnaufpause.
Super, sehr schön. Klasse. Und ich muss da wieder zurücklaufen, ne? Das ist natürlich eine miese Brise hier. Das heißt also, es wird nicht gespeichert. Das heißt also, wir müssen da erstmal wieder zurück. Aber diesmal mache ich das ein wenig anders. Bitte mal kurz weggucken, Leute. Ih. Das haben wir. Dann gehen wir erstmal wieder zu. Ich kann ja mal versuchen. Aber hier wird wahrscheinlich auch. Hier wird es wahrscheinlich. Ich glaube, Leute, ich muss mal kurz die Helligkeit ein bisschen einstellen. Das ist. Ich sehe hier nichts, wa? Ich muss mal hier ein bisschen heller stellen. Na, ist auch nicht wirklich heller, aber naja. Hier, das haben wir wohl alles mitgenommen. Hier müsste noch ein bisschen Schutzpulver oder so sein. Ja. Genau. Ehrlich gesagt habe ich das letzte Mal das so ein bisschen versäumt, da direkt mal alles zu durchsuchen. Ist natürlich dann halt ein bisschen doof, dass ich da. Eine Versorgungskiste, na, die wollen wir noch mitnehmen, oder? Würde ich sagen. Oh. Ist mir ehrlich gesagt vorher nie aufgefallen. Erstmal lieber speichern. Na, die kriegt man auch nicht alle Tage, glaube ich. Untersuchen. Eine Kiste von Nütz. Erweitertes Magazin Pistole. Spezialzubehör für die G19 Pistole. Vergrößert das Magazin der Waffe. Jetzt ohne Nachzuladen 33 Schuss abfeuern kann. Cool, das, die kombinieren wir mal. Dann haben wir jetzt so eine G19-Pistole mit erweiterten Magazinen. Also es lohnt sich wirklich schon manchmal zu gucken. Guckt, und jetzt sieht die halt direkt so aus.
Cool. Also das Magazin ist vergrößert und man hat jetzt so ein Leuchtpunktvisier. Kann sich ja sehen lassen. Cool. Super. Wow. Jetzt ist es schon so eine kleine Mini-Uzi, wenn man so will. Genau. Ansonsten haben wir denn, glaube ich, erstmal alles geschafft hier. Und wir müssen uns jetzt eigentlich nur noch nochmal dorthin begeben, wo wir davor waren. Ja. Würde ich sagen, genau. Gucken wir mal, was wir da hier nochmal drin haben. Oh, die Flintenmunition, ja cool, die nehmen wir mit. Genau. Die Handgranate, das rote Juwel, das brauchen wir glaube ich erst später. Das Erste-Hilfe-Spray, das würde ich halt auch gerne verstauen. Bei die sind gerade wichtig, ja. Okay. Kleiner Trick von mir, immer gucken, wenn ihr euch unsicher seid, ob ein Zombie irgendwie noch lebendig sein könnte, immer drauf ballern. Meistens stehen die dann wieder auf. Ja. Ach so, das ist gleich hier dieses mit dem Hund, ne? Das ist das U-Bahn-Netzwerk, okay. Ach. Naja, also letzte Mal das mit den Rätsel hat ja echt eindeutig zu lang gedauert, ja. Ich habe mich da auch wirklich schwer getan. Hier haben wir aber alles gemacht. Na super, toll. Geil. Na, dann bin ich auch noch falsch gelaufen. Schöner Mist. Naja. Verplant halt, ne? Ich habe ja nie gesagt, dass ich Pro-Gamer bin. Aber ich finde halt den Detailreichtum von Resident Evil 3 auch nochmal richtig cool. Natürlich der zweite Teil auch.
Oh Gott. Aua! So ein Arsch. Tür mit Vorhang geschlossen. Da würde ich eigentlich gerne noch mal hingehen. Oh Gott. Er hat mich gleich. Ah, Gott. Give me a break. So ein Mieser. Na gut, dass ich nochmal gespeichert habe vorher, weil sonst hätte ich das alles nochmal machen müssen. Also ihr Lieben, immer wieder speichern, ja, sonst habt ihr nämlich wieder das Problem, dass ihr alles vorher einsammeln müsst. Und jetzt bleibt es halt einfach nur eine nervige Angelegenheit. Oh nein! Du mieser Penner, du. Ja. Schön wieder anknabbern hier. Oh Gott. Oh Gott. Und tschüss. Oh Mann. Will er mich verarschen? Ich glaube, das kann ich noch nicht nutzen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, die nehmen wir doch gerne mit. Würde ich sagen. Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, das wird sie nicht versaut. Wir werden die schlechtesten Sprayer dieser Stadt organisieren. Nice job, Super Cop. I'm impressed. We back in business? Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start carrying dead weight for her. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Oh, come on. Oh, no. Not again. It's me he's after.
I'll buy you some time. Hey, wait! Wait, Jill! No! Damn it! Come on! Oh Gott. Ey, sag mal. Komme ich hier überhaupt mal dazu? Na, jetzt muss ich's ja nehmen. Au! Ach Gott, du Blöder! Oh Gott. Na gut, dass er nicht mit der Zunge gekommen ist vorher. Und wie es weitergeht, seht ihr denn einfach in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen, euer Silverback. Tschüss.